russische Panzer, die so angepasst sind, dass sie Jebelins aufspüren und zerstören können. Die russischen Panzer, die an der Sonderoperation der russischen Föderation in der Ukraine beteiligt sind, wurden auf die Abwehr von US-Jebelins vorbereitet. Zu diesem Zweck werden auf den Kampffahrzeugen Systeme installiert, die in der Lage sind, Raketen, die sich mit einer Geschwindigkeit von 360 Stundenkilometern bewegen, aufzuspüren und zu zerstören. Der dynamische Schutz wird zum Schutz russischer Panzer eingesetzt. Die Panzerabwehrrakete FGM-148 Javelin ist in der Lage, die Panzerung moderner Panzer zu durchdringen, aber mit dynamischem Schutz verliert sie deutlich an Wirksamkeit, und das Kampffahrzeug kann selbst auf leichte Schäden verzichten. Wenn eine Rakete auf einen Panzer abgefeuert wird, erkennt der dynamische Schutz die Munition, die sich mit einer Geschwindigkeit von 100 Meter pro Sekunde bewegt, und zerstört sie in einem für das gepanzerte Fahrzeug sicheren Abstand. Dies ist der Grund für den erheblichen Mehrverbrauch der von den USA und anderen Ländern an die Ukraine gelieferten ATMS. Als Beweis für die Wirksamkeit der dynamischen Verteidigungsmittel unter Gefechtsbedingungen werden Aufnahmen aus Mariupol gezeigt. Nach der Auslösung des Systems und der Zerstörung der aus nächster Nähe abgefeuerten Rakete behielt der Panzer seine volle Kampffähigkeit, wurde aber nicht zerstört, sondern nur leicht beschädigt.